Für den Belag habe ich jetzt hier Sandwichkäse vorbereitet, saure Gurken, Peperoni, Zwiebel, Tomaten, eine normale Gurke, Paprika und Salat. Und dann Mayo, Ketchup, dann die McRib-Soße von McDonald's, die gab es mal vor kurzem zu einem Menü dazu. Dann Burger-Dressing von Powered Whey, den finde ich echt lecker. Süß-Sauer-Soße und jetzt belegen wir das halt so, wie das jeder möchte. Tomate schneiden, also damit der Saft nicht rausläuft, also nicht so die Tomate schneiden, sondern so. Dann bleibt auch der Saft in der Tomate drin. Solange sich das Fleisch macht, könnt ihr schon mal das Brötchen aufschneiden. Jetzt könnt ihr aufmachen. Jetzt tue ich halt immer, aber das ist jetzt dann jedem selbst überlassen, wie der das macht. Ich mache jetzt immer Burgersoße rein. Dann lege ich mir Salat drauf. Lege ich das Fleisch drauf. Und sofort den Käse, damit der halt schmilzt. Nach Lust und Laune könnt ihr euch das belegen. So, jeder wie der das mag. Und dann drauflegen und fertig ist unser Burger.